Andreas, jetzt sind wir auch beim Empfang bei Englisch, Therapie und Fitness. Ist das jetzt eine spezielle Situation? Hinterher gibt es ja Regeln, auf was müssen wir genau achten? Also wir haben jetzt seit heute die Lockerung der Corona-Massnahmen, dass es mehr oder weniger fast Normalbetrieb ist, mit halt Abstandsregeln 1,5 Meter und die ganzen Desinfektionssachen. Aber die Leute sind momentan wieder eher am Kommen hier ins Fitness. Bis vor 2 Wochen war das sehr verhalten. Das heisst, mit anderen Worten, ist für einen auch ein rechter Eingriff, ein wirtschaftlicher Eingriff gewesen, den er müssen überstehen musste. Wie ist das so gegangen? Ja, ist natürlich ganz, ganz tragisch, oder? Das hat viel, viel Geld gekostet bis jetzt, weil wir haben die 2 Monate vom Fitness-Abo den Kunden geschenkt. Das sind 1500 Kunden für Bux und Chur. Wir haben natürlich in Chur zum Beispiel den Betrieb ganz zu gehabt. Da ist die Physio gelaufen, noch so etwa 10%. Rund 30 Behandlungen, wo wir sonst 450 bis 500 Behandlungen pro Woche haben. Und haben 70% Minusstunden gehabt im Personal, also 70% Kurzarbeit. Und halt nichts können verkaufen, also keine Waren, keine Fitnessabonnement. Und das jetzt seit etwa 3 Monaten. Nicht zu reden von den Leuten, die euch natürlich auch vermisst haben. Also es gibt Leute, die haben wirklich Entzugserscheinungen gehabt. Natürlich, das war auch ganz etwas Schwieriges für die Kundschaft natürlich, oder? Ja, das haben wir auch gemeint, am 11. Mai dort mit der Lockerung, dass die Leute dann wirklich trainieren können. Und jung und alt sind daheim geblieben, weil sie immer noch Angst hatten. Wie gesagt, es ist jetzt erst etwa seit 2 Wochen, wo die Leute wieder ins Fitness kommen. Viele haben sich natürlich jetzt daran gewöhnt, draußen etwas zu machen, Velofahren, Joggen, haben auch schönes Wetter gehabt. Aber jetzt hoffen wir natürlich, dass die Post abgeht hier durch den Sommer und sicher dann wieder im Herbst. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz machen müssen. Es sind einige Leute natürlich hinten reingekommen. Da haben wir fast ein bisschen den Eingang versperrt. Also, du sagst, die Leute können langsam wieder, geht langsam Richtung Normalität. Also das sieht man jetzt seit ein paar Tagen. Wie gesagt, seit dem 6. Juni dort hat es wirklich angezogen. Und ich glaube, die Leute gewöhnen sich wieder daran. Das sieht man auch auf der Strasse, im Dorf, in den Läden. Die Leute verhalten sich, als wäre nichts gewesen, ist natürlich ein bisschen trügerisch. Ich denke, man muss nach wie vor halt die Abstand halten von diesen 1,5 Metern. Auch im ÖV oder jetzt hier im Fitness muss man halt schauen, dass man jetzt noch aufeinander ist, in der Garderobe. Die Ausdauergeräte haben wir immer noch abgesperrt, jedes zweite. Wie gesagt, bei den Krafttrainingsgeräten ist es jetzt so, dass man die Abstände haben und relativ gut trainieren kann. Und du als Physiotherapeut, wie ist das? Wir müssen mit Masken arbeiten, das ist relativ anstrengend. Ich habe jetzt gerade heute zufällig eine Spezialmaske bekommen, die Schöle Textil mitentwickelt hat, Textilmasken. Und das ist wie eine andere Welt, wenn man die anhat. Also da läuft die Brille nicht an, man kann relativ frei schnaufen, die kann man auch waschen und so, dann ist es sicher besser. Aber nach wie vor hat auch der Patient die Masken an. Weil, wenn er positiv getestet wird, dann müsste der Therapeut und die Leute, die mit ihm in Kontakt waren, auch in Quarantäne. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen weiterarbeiten können. Darum haben Patienten und Therapeuten Masken an. Jetzt ganz kleines bisschen beobachten beim Eingang, wie die Leute reingekommen sind, eure Massnahmen getroffen haben. Ich habe den Eindruck, ob man gut posten geht oder zu euch kommt, das ist eigentlich kein Unterschied. Ihr habt so viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die Geräte werden immer wieder desinfiziert und so. Eigentlich, da kann man relativ angstfrei zu euch kommen, wenn man das alles einhält, oder? Ja, natürlich. Also ich meine, mit den Desinfektionsmaßnahmen, mit dem Abstand und mit allem, kann man ganz, ganz normal hier ins Fitness kommen. Also es ist nicht gefährlicher als sonst im normalen Leben oder im Laden. Oder ich sage im Zug, dort hätte ich ein bisschen Schiss. Also wenn du den Zug fahren tust, die ersten Leute haben keine Masken an, was ich nicht ganz begreifen kann. Und hier bist du mehr oder weniger safe bei uns im Training. Jetzt, wenn man zuerst zu euch kommt und keine Ahnung hat, also, dann kommt man zuerst in den Testraum rein. Ja genau, also wir tun natürlich zuerst medizinische Fragebogen ausfüllen mit dem Kunden, weil es gibt doch Risikofaktoren vom Alter, Herz-Kreislauf, Übergewicht, Rauchen, Medikamente und so. Und das müssen wir befragen mit dem Kunden. Dann schaut man an, was hat er natürlich für Bedürfnisse, was hat er für Ziel. Die sind sehr unterschiedlich. Teile kommen, wie sie Rückenweh haben, andere, wie sie abnehmen wollen.
Wieder andere wollen gut aussehen, Muskelaufbau haben oder bessere Ausdauer. Und für das müssen wir natürlich nach dem Fragebogen Tests machen. Wir haben hier so Körperanalysegerät. Wir haben Beweglichkeitsmessung der Wirbelsäule, wir messen Blutdruck. Und mit allen diesen Parametern kann man natürlich dann einen idealen Trainingsplan machen. Und vor allem auch wieder einen Reittest, um zu schauen, was hat sich verbessert bei der Körperzusammensetzung. Und das tut nicht weh, gell? Also das ist eine relativ einfache Geschichte. Ich habe schon gehört, gewisse Leute sagen, oh, was muss ich alles machen, muss ich alles bringen? Ich werde doch nicht fit, ich habe zu viel Fettanteil und so weiter. Das ist relativ locker. Also da stehst du drauf und nimmst etwas in die Hand und dann zeigst du das an. Genau, man muss barfuß draufstehen, wie gesagt, wird natürlich desinfiziert. Dann kann man die in die Hand nehmen, steht so drauf. Dauert ca. eine Minute, dann wird das gemessen. Du hast einen wunderbaren Ausdruck, wo alles draufsteht. Und wirklich schwarz auf weiß, segmental, Arm, Rumpf und Bein separat. Also da kann man auch sehen, wenn jemand verletzt war, dass er zum Beispiel weniger Muskulatur hat auf dieser Seite, so nach einem Kreuzband oder Hüft- oder Knieprothese. Das ist dann sehr eindrücklich. Du redest wie ein Arzt. Eigentlich bist du auch ein Arzt, oder? Eigentlich, gut, du hast nicht einen Doktortitel, du hast nicht Medizin studiert, aber bist natürlich sehr nah dran, oder? Mit deiner Ausbildung und all deinen Kursen. Nein, das muss man ganz klar sagen. Aha. Als Physiotherapeut bist du Physiotherapeut und nicht Doktor. Bei mir ist es so, ich habe doch schon graue Haare und bin ein bisschen älter, habe natürlich über 30 Jahre Berufserfahrung, habe noch die Osteopathie-Ausbildung gemacht, wo noch ein bisschen vertieftes medizinisches Wissen gibt. Und ich sage, mit der Erfahrung, wie in jedem Beruf, weisst du halt vielleicht ein bisschen mehr, hast schon Abertausende von Patienten behandelt. Und so, was im Bewegungsapparat ist, im Sport und so Verletzungen, da bin ich sicher relativ gut auch in der Diagnostik und im Behandeln. Auch Akupunktur, oder? Ja, ich mache mit Akupunktur nicht ein bisschen Dry Needling. Das ist das gleiche Werkzeug, aber es ist nicht Akupunktur. Das ist auch eine gute Sache. Wir haben Stosswellen, wir haben manuelle Techniken, wir können tapen, wir haben bei uns in der Physio natürlich viele Spezialisten, weil wir 10 Physios sind, weil du hast Gebiet Neurologie, da bin ich gar nicht, also das mache ich auch nicht, wenn man Leute hat nach Schlaganfall oder Parkinson und so, da haben wir unsere Spezialisten, die das behandeln. Und weil wir so viele Therapeuten sind, haben wir natürlich sehr ein breites Spektrum, das wir abdecken für alle Patienten, die hier ein- und ausgehen. Also gleich ein immenses Wissen natürlich auch zusammenkommt und natürlich darum bist du auch ein Mann des Vertrauens. Also ich habe mich vorher auch ein bisschen erkundigt, also vom Englisch redet man natürlich Land auf, Land ab. Also das macht wahrscheinlich schon irgendwie auch deine Erfahrung und dass du nicht irgendetwas vormachst, sondern auch das haltest, was der Prospekt verspricht, oder? Ja gut, also wir haben 1991 oder habe ich hier angefangen, jetzt sind es bald 30 Jahre, ich denke, wenn eine Firma 30 Jahre neu ist, dann kennt man sie. Und da sind wir ja Werdenberg. Das ist ländlich, das ist nicht Stadt Zürich. Und das ist sicher ein Vorteil. Wenn man so lange da ist, dann kennt man einen. Aber man muss natürlich Qualität bringen und konstant sich weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Wir machen natürlich auch Werbung wegen Fitness und darum ist man sicher auch ein kleiner Kopf der Leute drin. Und die Werbung natürlich, die kann man alle anschauen auf der Internetseite, auch die verschiedenen Geräte und auch Filme drin und so, das machen wir da jetzt nicht, sondern wir möchten jetzt einfach mal ein bisschen fokussieren, was steckt hinter dem Engist und darum eben auch das mit dir. Jetzt ist der Eintrittstest erfolgt und nachher, gerade so bei älteren Leuten, also es geht drücken und so weiter, aber Gleichgewicht, das würde mich mal interessieren. Meine Mutter sagt immer, sie hat nicht mehr das gleiche Gleichgewicht. Kann man da auch etwas machen? Ja, da haben wir ein ganz gutes Gerät. Das ist der Sensor Pro. Da gehen wir jetzt gerade anschauen zusammen. Da haben wir jetzt zwei Herren gefunden, die auch sagen, sie sind offiziell da, die man auch darf sehen. Das finde ich noch toll, oder? Das will ja nicht jeder. Also, das ist das Gerät, wo man auch Gleichgewicht trainieren kann. Das ist ganz eine ganz geniale Sache. Man hat einen Bildschirm mit einem Avatar drauf, der dir zeigt, was du machen musst. Man hat zwei wackelige Bänder unten drin. Und tue dreidimensional üben. Man hat verschiedene Programme, von einfach bis schwer. Man hat sportartspezifische Übungen, Rücken, Hüfte, Knie. Eine Datenbank mit Tausenden von Übungen. Und es ist so, so speziell. Die Leute gehen extrem gerne auf den Sensor Pro.
Du, jetzt ist mir inzwischen Erklärung, die Medien haben gesagt, wir können es filmen. Die haben es eigentlich Gott vergessen gut drauf. Das ist gar nicht einfach. Ja, das sind schon Halbprofis. Also die so, üben genau. Schon länger. Ah. Ich meine, der Kunde auf der linken Seite ist seit Beginn bei uns. Also das ist einer der ersten Kunden gewesen. Und das ist natürlich schön, wenn Kunden einem Treue haben und haben. Und er ist, glaube ich, immer noch begeistert, oder? Ja, genau. Man hat es nicht gehört, aber sie sagen ja, genau. Sind wahrscheinlich beide Surfer, he? Sind ihr da mehr so ein bisschen Surfer noch? Nein. Schaut mal. Wahnsinn. Eben. Und so bleibt man irgendwie auch weißt, so ein bisschen motiviert, fit. Das macht anscheinend auch Spass, gell? Also erstens macht es Spass. Wir sehen, dass man besser wird. Dann kann man eine schwierigere Stufe wählen. Und ich sage jetzt, das sieht man ja bei diesen Herren, die sind über 60, sage ich jetzt einmal. Und da ist Sturzprophylaxe A und O. Und das ist natürlich das absolut ideale Gerät für Sturzprophylaxe, dass du sicher unterwegs bist. Auch hier in unserer schönen Gegend, wenn man geht laufen und eben ein Gelände und so, hat man natürlich dann die Skills, dass man nicht auf den Sack geht. Ja, er hat vorher gelacht, gell? Einer von denen links oder rechts. Also ich habe nicht dürfen lachen, aber vor einem Jahr hat es mir Gott vergessen auf den Sack gehauen. Und es ist wirklich wahr, im Alter kennst du irgendwie anders eine schwierige Reaktion. Also da könnt ihr jetzt auch da schulen. Das kann man hier schulen, das ist natürlich das Ideale. Zusätzlich brauchst du natürlich auch noch ein bisschen Kraft und Geschwindigkeit. Das kann man dann sehr, sehr gut im Kraftbereich trainieren. Ja. Und was halt wichtig ist, ist auch der Ausdauerbereich, Herz-Kreislauf. Ist immer so eine Kombination. Man tut natürlich Herz-Kreislauf trainieren auf einem Ausdauergerät, ob das ein Velo ist, ein Laufband oder so ein Arc-Trainer, das können wir nachher auch noch anschauen. Und dann halt das Widerstandstraining, wo man gegen Widerstand tut die Muskeln aufbauen. Im Alter nimmt die Muskelmasse ab. Und das darf man nicht unterschätzen. Genau. Sind die beiden Herren jetzt unter deiner Kontrolle? Also, weißt, werden die ihre Daten jetzt aufgezeichnet? Oder ist da jeder selbstständig? Also, das ist jeder selbstständig. Gut, ja. Also da wird nichts aufgezeichnet. Ja. Das Gerät zeichnet einfach auf, wie viele Trainings und welche Trainings benutzt werden. Genau. Aber es hat keine Kamera oder sonst irgendetwas. Sie merken selber, jetzt bin ich auf dieser Stufe XY. Das kann ich gut machen und dann wähle ich eine schwierigere Stufe, dass es wieder eine Herausforderung ist für den Körper und dann werde ich besser durch das. Und dann können Sie natürlich auch wieder mal zu einem Zwischentest kommen und dann gibt man wieder neue Tipps, was Sie trainieren können usw. So können Sie sich bei euch auch melden für Besprechungen und Tipps nehmen, oder? Jederzeit, also das ist ja bei uns, wir haben das nicht limitiert. Du kannst so oft die melden, wie du Lust hast. Es muss natürlich Sinn machen, aber so kann man wieder besprechen, wo willst du dich noch verbessern, wo hat es einen Mangel und dementsprechend tut man dann das Trainingsprogramm wieder anpassen. Und jetzt einfach mal unter uns, und wenn man will Pause machen, kann man bei euch eine Zeitung lesen und Getränke konsumieren, gell? Bei uns ist alles inklusiv, also du könntest trinken, wir haben Kaffee sogar mit Frischmilch, Cappuccino, das schätzen natürlich die Leute sehr. Wir haben auch, wie heute, jetzt Montagmorgen, sind sehr viele pensionierte Leute, es ist auch ein bisschen soziales Treffen, man kennt sich seit Jahren, man freut sich, um hier zu trainieren. Jetzt, während der Corona-Zeit, haben wir die Sitzgelegenheit wegnehmen. Also man kann im Stehen, dürfen wir ja jetzt, seit heute, kann man den Kaffee trinken, aber es ist dann nicht so die gemütliche Runde, das ist noch nicht erlaubt. Okay, und jetzt gehen wir weiter zu welchem Gerät, hast du gesagt? Jetzt gehen wir mal in den Ausdauerbereich, das ist ein Stock tiefer. Mal eine Frage, machst du das auch oder hast du das gar nicht mehr nötig? Du siehst so schlank und so sportlich aus. Also wenn du wüsstest, was ich gestern trainiert habe, habe ich zuerst 20 Minuten Arc-Training gemacht, 20 Minuten Velo, dann 3/4 Stunde Kraft. Mhm. Und dann bin ich noch Velo fahren von Bad Ragaz im Stausee hinten. Mhm. Habe 1 Stunde 8 Minuten, 535 Höhenmeter. Also gestern habe ich fast 3 Stunden Sport gemacht. Du hast mir meine Illusion genommen. Ich dachte, so jung und so dynamisch der sportlich aussehen und du machst vielleicht nichts. Aber, ja, also. Nein, das kommt nur, dass man schlank bleibt und fit ist, kommt nur durchs Training. Und sonst hast du es nicht. Jetzt haben wir hier so richtige Maschinerie, wie man in einem Fitnessraum so ein bisschen vorstellen. So. Ich habe manchmal das Gefühl, mein Gott, so viele Maschinen und da musst du ran und alle schauen zu. Oder wie ist denn das da? Nein, das Gute ist ja, die Geräte sind safe, wenn du auf einem Ergometer bist. Es kann regnen draussen, da wirst du nicht nass, du wirst von keinem Auto umfahren. Ergometer, das ist der da? Das ist das Velo. Und der Vorteil ist, wenn du hier innen trainierst, erstens hast du einen Bildschirm, kannst Fernsehen schauen.
Aha. Es zeigt dir an, wie viel Leistung, der Puls zeigt es an, also dass du nicht zu wenig oder zu viel machst. Ich kann ja auch zu viel machen, dann ist es schlecht für den Herzkreislauf oder fürs Herz. Zusätzlich auch hier auf so einem Arc-Trainer, jetzt haben wir jedes zweite Gerät abgesperrt, kann man natürlich ganz sicher trainieren. Es ist ungefährlich, wenn du drin bist und du könntest halt, es ist noch klimatisiert, auch wenn es draußen heiß ist, du innen trainieren. Also es ist von dem her sehr, sehr eine gute Sache. Draußen ist man abhängig vom Wetter, vom Wind und vom Licht. Wenn es dunkel ist, könntest du auch nicht fahren. Wir haben oft bis um 9 Uhr, also du könntest auch am Abend deine Ausdauer machen. Und weißt du, das, wenn du herkommst und überhaupt nicht fit bist und möchtest aber wirklich ein bisschen trainieren, werde ich da dann von allen so ein bisschen angeschaut, beurteilt, beaugapfelt oder? Nein, du hast ja jetzt gesehen, was für Leute hier ein- und ausgehen. Das sind ganz normal angelegt. Wir haben jung und alt, wir haben dick und dünn, wir haben Sportler, unsportliche Leute. Das ist ja genau das Schöne, oder? Du kannst, wenn du unsportlich bist, kontrolliert deine körperliche Fitness aufbauen. Ja. Unter der Betreuung von unseren Spezialisten, Physios und Fitnesstrainer. Was ja viele Leute auch immer wieder stört, wenn sie fast überwacht werden mit irgendwelchen Möglichkeiten. Ist vielleicht gut gemeint, Trainingsprogramme überwachen, aber haben einen Haufen Leute gar nicht so gerne. Das ist natürlich so. Es hat Leute, die sind sehr, sehr selbstständig, die brauchen nicht so viel Kontrolle. Ich sage, sie sind halt teilweise die Jungen, oder? Die haben heute mit dem Handy haben Videos, YouTube und weiss nicht was alles, mit den Empfehlungen von was sie müssen essen, wie sie müssen trainieren, wie viele Sätze sie müssen machen, wie die Übung am besten geht. Und von diesen Leuten haben wir nicht so viel da. Also das ist so. Die Jungen, die kommen zwar gern, aber wir sind halt wirklich spezialisiert eher für im Gesundheitsbereich. Aber gleich durchmischt das Publikum, also kann man sagen von 16 bis 80. Von 16 bis 80, wir haben in jeder Dekade ziemlich gleich viele Leute. Das ist auch schön, oder? Und mit den Öffnungszeiten, ich sage, die Pensionierten kommen halt eher am Morgen, teilweise noch am Nachmittag. Dort haben wir auch ein Spezialabonnement, das sehr, sehr günstig ist. Um eben die tote Zeit, ich sage so zwischen 1 und 4, läuft am wenigsten. Dass dann dort die Pensionäre kommen oder die halt dann nicht arbeiten müssen. Um es wirklich kennenlernen, muss man natürlich wirklich einfach herkommen. Oder gibt es jetzt noch irgendetwas ganz Spezielles, was du uns noch möchtest zeigen? Ja, wir haben natürlich den Wellness- und Saunabereich. Der ist relativ gross, 300 Quadratmeter. Ist aber momentan wegen Corona immer noch geschlossen, weil du könntest zwei Leute in so eine grosse Sauna rein tun. Das ist betriebswirtschaftlich ein Blödsinn und auch von den Hygienemaßnahmen relativ schwierig. Wir sind jetzt dran, warten. Heute müsste man ja eigentlich vom Fitnesszentrumverband neue Weisungen haben, wegen dem Schutzkonzept bei uns. Wir haben noch nichts bekommen und ich hoffe im Verlauf dieser Woche, dass wir dann ein bisschen mehr wissen. Jetzt müssen wir sagen, was heute ist, das Datum und eben der heute ist der Montag, der 22. Juni. Genau. Mit der Superlockerung, die eigentlich mehr oder weniger Normalbetrieb ist in der Schweiz. Die besondere Lage, heisst sie. Besondere also. Lage. Ja. Mhm. Okay, dann können wir natürlich Wellness- und Fitnessbereich vielleicht ganz kurz mal im Weitwinkel kurz anschauen. Oder ist das kann super? Man machen, ja. Das machen wir noch. Okay. Ja, im Zentrum ist der Duschtempel, Erlebnisdusche. Dann haben wir eine klassische finnische Sauna, die 87 Grad warm ist und natürlich trocken. Dann haben wir eine Biosauna, die 57 Grad warm ist und leicht feucht. Also für die, die Hitze nicht so vertragen, ist sehr, sehr angenehm. Man schwitzt natürlich auch genau gleich wie in der finnischen Sauna. Dann haben wir im Hintergrund das Dampfbad. Das ist natürlich jetzt abgestellt. Darum ist die Türen offen, weil es nicht läuft. Und auch eine Eisgrotte. Oder? Also was ist das? Was? Eine Eisgrotte, die ist... läuft natürlich jetzt auch nicht. Da innen ist es kalt. Es kommt aha. So Crash-Eis zum... Felsen aus und dann kann man sich ein bisschen abkühlen, weil ich bin nicht so ein Freund vom Wasserbecken, wo jeder verschwitzt reingeht und hier rumschwimmen und so. Darum haben wir das hier nicht. Also könntest du dich hier innen abkühlen oder halt mit dem kalten Wasser nach dem Saunagang. Und das ist alles dabei bei einem so ein Abo? Das ist alles dabei, ja. Also da könntest du benutzen, so oft du willst. Und im Sommer wird es natürlich weniger benutzt, weil es draußen warm ist. Aber so Herbst, Winter ist natürlich sehr, sehr beliebt. Aha, was geht jetzt so ab? Irgendetwas? Das sind die Kneippbecken mit warm und kalt. Da kann man dann auch halt Wechselbad machen mit den Füßen. Ja. Da kommt immer wieder Frischwasser
damit das Wasser eben frisch bleiben tut. Abo, müssen wir sagen, Jahresabo über 1100 mit Vergütungen von der Krankenkassen, oder? Also wir haben Jahresabo ab 695 Franken all inklusive. Das ist das Zeitlimitierte am Nachmittag. Montag bis Freitag vom 1 bis 5, Samstag, Sonntag frei. Und das nicht limitierte, wo du zu jeder Zeit kommen kannst, ist 1190 Franken. Das ist der Ruheraum, wo man halt nach dem Saunagang sich ein bisschen erholen, entspannen, entschleunigen. Und man kann natürlich auch rausgehen, das ist ja wichtig und lässig, auch im Winter, wenn es dann kalt ist, wenn man dann auf die Terrassen raus kann, die frische Luft. Und ja, das schätzen die Leute sehr. Wir haben jetzt alles neu gemacht, neu bepflanzt und so, dass es halt wirklich auch schön aussieht. Und das ist sicher etwas, was die anderen Fitnesszentren nicht können bieten können, der Wellnessbereich bei uns. Das ist sicher etwas ganz, ganz Schönes. Man kann selber daheim üben. Du musst nicht in ein Fitnesscenter gehen. Es ist halt einfach langweiliger. Die Leute wissen nicht genau wie und was und überhaupt. Auch von der Ernährung. Da hast du in einem Haus wie wir sind, als Gesundheitscenter, können wir natürlich sehr, sehr kompetent beraten und auch dich motivieren, dass du dranbleibst. Und der Kunde vorhin, den wir gesehen haben auf dem Sensopro, der ist seit 1994 bei uns. Und der sagt, er wäre nicht so gut zu Weg und so gut zu Fuß, der geht noch zu Berg, wenn er nicht hier trainieren würde, oder? Ja, genau. Und er ist jetzt 72, gell? Und eigentlich ja, fit wie ein Turnschuh, kann man so sagen. Ja. Genau. Ja, super. Also, dein grösster Wunsch? Ja, dass uns nach wie vor so gut läuft, auch in Zukunft, trotz Corona-Krise, dass die Leute weiterhin das Vertrauen haben und unser Angebot nutzen tun. Auch in der Physiotherapie, wo wir doch sehr, sehr gute Mitarbeiter haben, wo wir jetzt auch am Suchen sind, wieder für neue Leute. Dort wollen wir, dass es einfach weiterhin so perfekt läuft.